Die Stimmung in der Nacht aggressiv. In Berlin-Kreuzberg gehen Demonstranten immer wieder auf Polizisten los, provozieren. Die Beamten greifen indes selbst hart durch. Das Versammlungsverbot wird von den linken Protestlern komplett ignoriert. Zahlreiche Schaulustige gesellen sich noch dazu. 1000 Menschen ziehen zum Teil zusammen durch die Straßen. Die nicht erlaubten Ansammlungen schnell und konsequent aufzulösen, gelingt den Polizisten nur zum Teil. Dass sich Menschen in solchen Größenordnungen mit so geringem Abstand versammeln, ist schlichte Unvernunft, kritisiert Berlins Innensenator Geisel. Schon am späten Nachmittag wurden Sicherheitsabstände längst nicht mehr beachtet. Zahlreiche Menschen versammelten sich auf Plätzen, unerlaubt, aber friedlich. Und ansonsten sind wir auch so mit für das, was die Demo will. Also weniger Kapitalismus, mehr Gleichverteilung von Wohlstand. Dass dank Corona doch gewisse Einschränkungen da sind. Ja, deswegen ist es etwas ruhiger als erwartet. Doch nicht überall. Je später der Tag, desto angespannter wird die Stimmung. Es gibt die ersten Verletzten. Wurde auch ein Kamerateam angegriffen, ein Kamerateam von einer Personengruppe, von einer größeren Personengruppe, in etwa 15 Personen waren das angegriffen und auch verletzt, sodass einige davon ins Krankenhaus mussten. Auch in Hamburg verläuft zunächst alles ruhig, bis die Nacht hereinbricht. Im Schanzenviertel liefern sich Demonstranten mit der Polizei ein gewaltsames Katz-und-Maus-Spiel. 9 Menschen werden festgenommen, in Berlin rund 50. Zahlreiche Beamte sowie Protestler werden in dieser Nacht verletzt. Die Guerilla-Proteste hatten die Demonstranten als Ersatz für die 1. Mai-Demo angekündigt. Eine Taktik, die die Polizei die ganze Nacht in Atem hielt.